Hallo zum Teil 2 unseres Weeklies, ausnahmsweise an einem Montag. Genau, wir sind gestern absolut nicht mehr dazu gekommen. Es war so viel, ihr habt gesehen, wir hatten einerseits die Yoshi-Folge natürlich, wo wir direkt zum Thema kommen, was war und was wird noch alles kommen. Denn wir hatten ja das zweite Bonus-Level von Yoshi gehabt. Außerdem gab es dann noch das große Event mit dem Nitrado-Stream, wo wir Empyreon hatten, was wir übrigens vielleicht auch nochmal bei uns dann noch so ein paar Sachen zeigen werden. Lasst euch da mal überraschen. Und genau, die Kali macht Krach, ja, das war nämlich auch gerade eben so. Wir haben wieder jede Menge Post natürlich bekommen, wo wir jetzt auch wieder ein paar Sachen mit reinpacken, während die Honey in ihrem Körbchen randaliert. Oh nein. So, dann macht die Sache... Seine Briefmarke entgegengeführt. Was war letzte Woche noch los? Natürlich wieder unsere kleinen Special-Folgen zum 40.000er Abonnenten-Special, nämlich mit Yoshi, wo es dann auch weitergehen wird, sobald es geht. Also ich muss natürlich immer gucken, dass ich die Level auch wieder freispiele, was bei manchen echt nicht so leicht ist. Das ist ja, du musst ja die ganzen Blumen finden, das auch noch nebenbei irgendwie. Dann noch ganz wichtiges Thema. Wir sind zurück auf Twitch umgezogen, denn genau, Hitbox, ab morgen. Denn Hitbox stellt so langsam den Betrieb ein und von daher müssen wir wieder zurück, back to the roots. Und auch bei Twitch hat sich auch eine ganze Menge getan, deswegen hoffen wir, dass das alles super funktioniert und natürlich, dass ihr auch mit uns weiter dabei seid. Genau. Natürlich, ansonsten ändert sich überhaupt nichts, einfach nur die Plattform ist weiterhin alles kostenlos. Ihr könnt da ganz normal mit zuschauen, ist einfach nur dasselbe in Grau. Lila. Twitch ist lila? Das Logo, ja, ist lila. Das Logo, okay. Ich dachte jetzt, der Streaming-Overlay ist so weiß-gräulich in der Art und der Hitbox war... Ich habe schwarz gemacht bei mir. Echt? Okay, ich habe es immer auch in der Ursprungsfarbe, aber wie auch immer... Natürlich haben wir auch unter dem Streamplan ganz normal die neue Plattform verlinkt und genau. Ich werde auch immer gucken, oder die Kadi, nachdem wer halt gerade streamt, dass wir die Leute, wenn sie dann im Hitbox-Chat sind, natürlich nochmal darüber informieren, wo da wir jetzt sind. Genau. Und auch noch wichtig zu den Streams, Star Stable jetzt wieder von 17 bis 19 Uhr. Hat damit zu tun, dass wir den ein oder anderen Stream von Empyreon hinten anhängen werden. Und da wir damit auf andere Leute mit angewiesen sind, müssten wir das ein bisschen abstimmen. Deswegen wieder genau. Etwas früher. Außerdem wird es wahrscheinlich noch den ein oder anderen abendlichen Gute-Nacht-Stream geben. Da ich aber immer nicht sagen kann, wie ich dazu komme, möchte ich jetzt keine festen Termine setzen, da ich nicht sicher sein kann, dass es funktioniert, aber wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir wieder ein paar Sachen reinbringen können von The Vision dann. Genau. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich überlege gerade, falls wir noch etwas vergessen haben, natürlich generell immer so auf Facebook bei uns auch, könnt ihr mal reinschauen, da packen wir eigentlich immer alles rein, wenn noch irgendwas Wichtiges ansteht. Kommen natürlich auch noch ein paar neue Projekte nebenbei immer, aber wir müssen mal gucken, wie wir die Sachen reinbekommen. Ein paar angezockt, immer wenn wir sie reinbekommen, wo ihr dann auch immer ein bisschen mit entscheiden könnt, wollt ihr die bei uns regelmäßiger sehen, sind die vielleicht ein Projekt, was dann nach einem Projekt, das jetzt beendet wird, kommt. Seid gespannt. Genauso wie zum Beispiel Empyreon, ist auch so ein Projekt, wo wir schauen müssen, wenn es euch gut gefällt, ihr da Bock habt, auch mitzumachen, machen wir vielleicht dann auch mal ein paar Gewinnspiele, spielen mit euch zusammen, je nachdem, wie euch das Ganze eben gefällt. Gut. Post, Post, Post. Übrigens auch mal bezüglich der Post. Gibt noch jede Menge Post auf Halte. Wir haben noch ungefähr so locker 30 Briefe. Das heißt, wundert euch nicht, wenn eure Briefe jetzt noch nicht direkt mit dabei sind. Genau. Kommen aber auf jeden Fall dran. Kann sich teilweise nur bei der Menge der Briefe ein bisschen verzögern. Okay, ich habe hier was, das sollen wir nicht laut vorlesen, aber im Weekly durchlesen. Dann lege ich mal kurz etwas an die Seite. Im Weekly durchlesen. Das ist immer, das kann man auch nochmal direkt an euch sagen, das ist teilweise natürlich immer ein bisschen schwierig. Dann sitzen wir dann da und lesen das Ganze und sind dann quasi 5 Minuten ruhig. Hallo, ich heiße Paulina. Ich bin ein Riesenfan und spiele auch Star Stable. Ich bin 13 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ist es möglich, dass du mir eine Autogrammkarte auf einem SSO-Bild schickst von dir meine Adresse? Das sage ich mal nicht. Schweiz. PS, falls du meine Schrift nicht gut lesen kannst, liegt es daran, dass ich mir bei einem Reitunfall die Finger verstaucht habe und es schwer ist zu schreiben. Hab dich sehr lieb, weiter so. PS, ich habe dir noch 2 Bilder von mir und meinen Pferden dazugelegt. Das Problem ist darum wiederum jetzt, dass du keine Karte... das ist aber auch putzig. Kann ich auch das zeigen? Darf mir das zeigen? Was meinst du? Die Adresse habe ich jetzt nicht mal vorgelesen. Ich glaube, das ist schon okay.
Also wenn wir die Bilder nicht zeigen dürfen, dann... Schreibt das bitte mal mit dazu. Da müssen wir jetzt auch lieber sagen an dich, wir schicken gerne die Autogrammkarten zurück, aber bei sowas brauchen wir halt immer einen Rückumschlag, gerade wenn es in die Schweiz geht. Also eine Briefmarke ist dabei. Jetzt echt? Ja, das ist unten noch im Briefumschlag drin. Ach so. Oh, Entschuldigung. Das hast du mir gar nicht gesagt. Das ist der, wo eben die Briefmarke rausgefallen ist. Ach so. Oh, Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Hier ist eine Briefmarke drin. Ich guck mal gerade. Also du hast auf jeden Fall eine 100er, also eine 1 € Briefmarke drauf gehabt. Genau, und das ist dieselbe auch zurück. Und das ist dieselbe zurück, das heißt, es ist kein Problem. Es tut mir leid, natürlich schicken wir dir einen Brief zurück mit einer Autogrammkarte. Moment, aber du hast geschrieben, auf einem SSO-Bild, aber ich schicke dir einfach deine normale Autogrammkarte zurück. Ich hoffe, das ist dann alles kein Problem. Okay, dann packe ich das hier zu der Briefmarke, zu dem Brief dazu, dass wir das und hoffen, dass ich das alles richtig dann mache und das zurückkommt. Okay, dann bist du dran. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Brief. Ich gebe dir gerade schon mal und Statistik. Was wir natürlich auch immer sagen können, wir lesen auch die ganzen... Dann nimm mal kurz das hier. Vielen Dank übrigens auch an die ganzen Glückwünsche und an die ganzen... Ist der Briefumschlag drin? Ist alles drin. Briefumschlag ist nicht drin, nur eine Briefmarke. Die Adresse steht innen drin auf dem Brief. Auf dem Zettel. So rum. Vielen Dank für die ganzen netten Worte, die ihr uns immer unter die Weeklies schreibt, auf die wir teilweise gar nicht alle eingehen können, aber wir lesen sie alle, das können wir euch versichern. Ich gebe dir gerade mal ein bisschen größeren Umschlag, dass ich mir das hier erstmal noch durchlesen kann. Okay, ich dachte mir, dass ich jetzt einfach erstmal kurz die Weekly-Sachen durchgehe mit dem Hashtag. Darauf wollten wir auch noch mal immer eingehen. Wird das nochmal Steuerung F? Nee, S? F. F. Wie finde das? Und Hashtag. So. Kannst du mal deine Kappe abnehmen? ihr seht noch, wie lang meine Haare gerade noch sind und gerade bin ich damit echt nicht zufrieden, wie die gerade aussehen, weil ich gerade aus der Dusche komme. Habe ich wieder zum Friseur? Ich gehe auf jeden Fall die Woche zum Friseur und dann mache ich das wieder. Momentan möchte ich das nicht machen. Dann könnt ihr mal Fancalls machen. Ist natürlich sehr schwierig, da wir dann überlegen müssen, wie wir das Ganze dann aussortieren. Wenn, dann müssten wir die Sache verlosen. Ansonsten, weil wir können es einfach nicht allen anbieten und da ist eine Verlosung das Einzige, was möglich ist. Was sind eure Lieblingssüßigkeiten? Und wer ist dieser dusselige Willi aus Minecraft? Aktuell essen wir zum Beispiel gerne, das habe ich der Kadi heute mitgebracht, diese neue Joghurt-Joghurette als Beispiel. Ansonsten, wie auch schon die Dani darunter geschrieben hatte, M&M's essen wir ganz gerne, besonders die blauen. Und Willi ist ein guter Freund von uns, auch zu unseren anfänglichen YouTube-Zeiten. Dann, warum kommt keine Kadi vs. Fabi-Videos mehr? Die sind immer nur sehr zeitabhängig, was haben, genau. Quasi. Wir hatten nämlich quasi beim letzten Mal wieder ein Projekt, da passt es wieder, dass wir ein paar Folgen reinbringen. Aber wir möchten das nicht immer auf Zwang auf dem Spiel nehmen. Das letzte, was wir Kadi vs. Fabi hatten, war dann einmal in Pokémon. Aber aktuell haben wir jetzt kein Spiel, was wir da jetzt gerade hätten. Und immer wenn sich wieder was anbietet, dann kommt das auch rein, weil es natürlich immer so nochmal zusätzliche Videos sind. Okay, dann noch eine Frage an Kadi. Hast du in SSO-Intro das Viren von Angelsong eingefügt? Und ja. War da. Okay. So, dann hätten wir nämlich hier den ersten Teil da schon durch. Okay, bist du durch mit deiner Sache? Ich bin hier durch, genau. Okay. Dann bist du dann jetzt gerade mal mit deiner Sache dran. Gut, ich mache hier nur noch einen Briefumschlag auf. Wir sind okay, dann mache ich so lange noch hier die Sachen. Klick, 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 klick. Wo bin ich denn? Da drüben. Was haltet ihr von den Lehrern heutzutage in der Schule und wie sich das entwickelt hat? Ich meine, 5 Klässler haben 9 Stunden, das ist übertrieben. Ja, das ist echt viel. Und was ich immer so höre, finde ich, dass die Lehrer sich momentan extrem zurückziehen im Punkto von dem, was sie mitbekommen und wie sie darauf reagieren teilweise in der Schule. Wenn das alles so ist, wie das, was wir teilweise herangetragen bekommen, dann halten sich die Lehrer aus ziemlich vielen Sachen raus, weil sie Angst haben, dass sie selber irgendwie ins Schussfeld geraten. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das stimmt. Hat es eigentlich einen Grund, dass ihr in Minecraft nicht zusammengezogen seid? Ja. Und der Grund ist, dass ich gerne meine Bauprojekte verwirkliche und die Kati ihre Sachen verwirklicht. Wir haben einfach ganz andere Stile, die wir bauen. Und deswegen hatte ich so eine gewisse Sache im Kopf, die wollte ich einfach bauen. Und Kati hat natürlich ihre Sache im Kopf. Und deswegen baut jeder so ein bisschen so seinen Stil, weil wir ja vorhatten, dass wir ein größeres Gesamtprojekt, nachdem das, wie es halt aussehen sollte, dass halt so jeder sein eigenes Haus hat. Weil wenn wir alle ein großes Haus, dann hätten wir direkt ein Hochhaus im Endeffekt bauen können. Und jeder baut so seine Etage.
Das wäre eine Alternative gewesen, aber da jeder so gewisse Grundvorstellungen hatte, wie seine Gebäude aussehen, hat einfach jeder so ein bisschen in der Nähe gebaut, aber dass es dann einfach so ein einheitliches Bild gibt von der Stadt dann her. Genau. So, ich fange jetzt hier mal an. Das hier durfte ich, glaube ich, mich vorlesen. Ich halte das erstmal in die Kamera und dann kann ich es dabei vorlesen. Ich sehe das da auch immer zum ersten Mal, deswegen muss ich jetzt mal so gucken um die Ecke. Das ist Sarah, eine Boxer-Mischlingshündin. Ich weiß nicht genau, wann sie geboren wurde, aber meine Oma hat sie damals über die Boxer-Nothilfe gefunden. Sorry, aber das hört sich echt voll putzig an. Die Boxer-Nothilfe hört sich an wie so eine Telefonseelsorge für Boxer. Sowas wie, werden sie häufiger geschlagen in ihrem Sport? Rufen sie die Boxer-Notsorge an. Seelsorge. Oh. Sarah war ein Straßenhund aus Istanbul. Meine Oma hat sie 2003 vom Flughafen in Köln abgeholt. Ich habe den Hund sofort in mein Herz geschlossen und sie mich, denn sie hat mich einmal vor einem Rottweiler beschützt, der auf den Klo gegangen wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Aber 2013 bekam sie Krebs und musste eingeschläfert werden. Als ich erfuhr, dass sie nicht mehr lebt, habe ich eine Woche mit keinem mehr reden können, ohne anzufangen zu heulen. Das kann ich verstehen. Ich wüsste nicht, wie es bei uns wäre, wenn einer der beiden Hunde. Man muss sich ja wirklich immer damit mit dem Gedanken anfreunden, irgendwann, dass es immer eine Sache ist, dass Haustiere, gerade da sie jünger, da sie nicht so alt werden wie man selber, dass man immer sein Tier überlebt und dass man immer irgendwann natürlich das Problem hat, dass man dann irgendwann sein Tier sich verabschieden muss. Bei mir war es vor 2 Jahren erst der Fall. Ich habe sie zwar in der letzten Zeit sowieso nicht mehr so viel gesehen, weil ich ja bei Fabi gewohnt habe und unsere zweite Katze natürlich bei meinen Eltern war. Aber sie hatte auch Krebs und musste eingeschläfert werden. Es war von einem auf den anderen Tag hat sie körperlich komplett nachgelassen. Und ich weiß noch, wie fertig ich war, als ich hatte einen Yorkshire Shizu. Der ist dann, also Tracy, die ist zu meiner Großmutter dann gekommen, als ich alleine dann gewohnt habe, durfte ich keine Hunde haben. Und da ist dann für ein Jahr meine Hündin zu meiner Oma gegangen. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich sie wiederholen wollte, dass meine Oma ohne sie nicht mehr kann. Weil meine Oma, die ist jetzt leider auch schon gestorben, aber der hat, ist es dadurch immer total aufgegangen und war total glücklich und habe ich gesagt, okay, ich kann die nicht mehr zurückholen, das würde meiner Oma das Herz brechen. Und dann war es halt eben so, dass ich dann irgendwann halt erfahren habe, dass mein Hund dann eben auch dann bei meiner Oma gestorben war und da war ich auch sehr fertig und ich habe es selber natürlich nur indirekt dadurch miterlebt, aber das war für mich auch nicht so leicht. Generell bei jedem meiner Tiere auch. Bei einem Hamster. Ein Hamster wird wirklich nicht alt. Also da ist man von Anfang an eigentlich immer schon so ein bisschen dabei. Und zu einem Hund braucht man natürlich eine ganz andere Bindung auf. Ja. Hier sind auch noch ein paar Bilder bei. Übrigens, Rückumschlag, ich habe das hier schon beigelegt. Du hast mir ja 2 mit reingelegt, um zu testen, in welchen das reinpasst. Das kommt sehr auf clever, jeden Fall zurück. Oh, Kali und Fabi seid für immer in meinem Herzen. Danke. Das ist voll süß. Wir freuen uns echt über alle Sachen, die ihr uns schickt und auch über Geschichten, die ihr uns erzählt, durch die wir teilweise ein bisschen an eurem Leben auch teilhaben können, weil es uns auch wichtig ist, euch ein bisschen kennenzulernen. Klar können wir das nicht bei jeder einzelnen Person machen, aber dennoch bedeutet uns das wirklich was, wenn ihr uns auch was von eurem Leben erzählt, da wir einfach eine Community zusammen sind, die einfach zusammenhält und wo uns das wichtig ist. Dass wir gerade, was wir auch vorhin gelesen haben, das ist aktuell nicht wirklich so eine angenehme Zeit, das sei es mit Lehrern oder teilweise auch privaten Problemen, wo wir einfach sagen, was wir auf jeden Fall versuchen, ist eine Community zu bilden, die einfach bei sowas zusammenhält. Und wenn man den Rückhalt versucht, dann zu finden, dass da jemand für einen da ist. Sieht so ein bisschen aus wie die neuen englischen Vollblüter, finde ich. Ja, es ist wirklich... Das ist uns wichtig. Es ist mehr denn je... Und es freut mich auch. Egoismus gewinnt. Und es freut mich auch immer wieder, wenn ich sehe in den Streams, wie dann teilweise Leute aufgefangen werden, wenn sie über Probleme reden. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir das geschafft haben, dass wir eine Gruppe aus Leuten sind, die, wenn jemand Probleme hat, denjenigen nicht alleine lässt. Ja,
Wirklich. Dickes Lob an euch. Und ich gebe Fabi den Brief nachher noch zu lesen. Was ich sagen kann, ist, dass ich den auf jeden Fall die Daumen drücke, dass alles positiv verläuft. Ich weiß zwar noch nicht, worum es geht, aber... Ich drücke mal nicht beide Daumen. Beide Daumen drücken von einer Person bringt Pech. Okay. Habe ich mal gehört. Also wirklich, ich hoffe, es wird alles wieder gut, auch wenn das jetzt ziemlich abgedroschen klingt. Ich werde zuerst nochmal die Frag-Sepp-Fragen weitermachen. Dann war hier noch die Sache, was haltet ihr vom Ritzen? Ihr könnt den Kommentar entfernen, wenn ihr meint, dass es jüngere Zuschauer dazu anregt, der Serbe zu verletzen. Das Thema hatten wir natürlich auch schon mal in einem Stream. Ist eine Sache, die traurig ist, dass es in eurem Alter teilweise so ein großes Thema ist, weil es eine Sache ist, was wir davon halten, ist nicht schön, ist wirklich nicht schön. Und ich kann jedem, der davon betroffen ist, nur sagen, macht es nicht. Ich weiß, dass viele dadurch damit meinen, damit zu erleben, dass sie Gefühle empfinden dadurch noch oder dass sie damit spüren, noch am Leben zu sein. Das habe ich oft gehört. Aber man kann nur sagen, ihr glaubt nicht, wie weh ihr Leuten damit tut, denen ihr wichtig seid, wenn sie mitbekommen, wie ihr euch verletzt und wie ihr die Gefahr besteht, dass ihr euch damit vielleicht umbringt. Und das kann immer passieren. Ihr wisst gar nicht, an den Armen oder an den Venen, an den Armen oder Beinen, wo man sich teilweise da natürlich ritzt, wie hoch das Risiko ist, dass man damit einen Teil trifft, wo es dann nicht mehr aufhört mit dem Bluten. Oder wenn man einmal nur dann zu tief sticht, dann fallt ihr einfach um und verblutet. Und dann stellt euch mal vor, wenn euch jemand findet, dem ihr viel bedeutet und der wird einfach seines Lebens lang nicht mehr glücklich werden. Deswegen redet mit Leuten darüber. Und Reden ist immer wichtig. Erzählt ihnen, wie es euch geht, warum ihr das macht. Macht euch selber klar, warum ihr das macht. Und dann redet mit jemandem und schaut, dass ihr zusammen eine Lösung findet. Weil das ist definitiv was niemand gutheißen kann, dass ihr das macht. Einfach weil es sehr gefährlich ist für euch und weil es gibt immer Leute, denen ihr wichtig seid. Okay, nochmal weiter heute. Eine echt schlimme Sache teilweise dabei. Eine emotionale Folge. Wird die Roomtour auf Sepp TV kommen? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke, sie wird auf Sepp TV kommen, aber dann auf diesem Kanal hier ein Infovideo dazu kommen. Also wird auf jeden Fall auf beiden Kanälen erscheinen. So, dass wir das dann auch da reinbringen. Ich mache noch kurz dieses Video fertig. Wie viele Abonnenten braucht ihr, um von YouTube leben zu können? Von Abonnenten berechnet sich das nicht, von Views berechnet sich das. Also wir sind jetzt relativ knapp davor oder sind gerade so, dass man... Was man sagen kann, ist, man kann deswegen erst ziemlich spät davon leben, weil man sehr hohe Steuern zahlen muss als YouTuber. Man ist halt wie so eine eigene Firma, muss deswegen alles zahlen, was auch eine normale, größere Firma zahlt. Genau, das heißt, Krankenkasse muss man selber zahlen, wenn man für die Rente vorsorgen will. Das muss man sich komplett selber aktuell ist es bei uns so, dass es ist noch nicht hundertprozentig reicht, aber es ist so, dass wir zumindest knapp... Also, sagen wir, für eine Person würde ich sagen, sind Person so 70.000 oder 60.000, sagen wir circa. Abonnenten? Nein, Views. Pro Tag oder pro was? Pro Tag. Ja. Zwischen 50.000 bis 60.000 Views pro Tag. Für uns wäre es entsprechend, dass es angenehmer ist, wären es dann entsprechend circa 100.000 pro Tag. Und wir sind jetzt momentan, es geht jetzt gerade natürlich wieder zurück, weil die Ferien vorbei sind. Das heißt, wir sind momentan so circa bei 80.000 am Tag. Grob überschlagen. Also im Endeffekt ist es so, so die Richtlinien, um die wir sind. Also wir sind grob an der Zahl, wenn man natürlich, da muss natürlich dann immer noch ein paar Abstriche machen teilweise, aber mit einem Nebenjob kommen wir aktuell darum. Aber wann wir davon genau leben können, ist... Kann schnell gehen, kann nicht so schnell gehen, aber im Endeffekt ist es nicht auf die Abonnenten bezogen, sondern wirklich nur, wie viel werden die Sachen geschaut. Genau. Lohnt es sich, Star Stable zu holen, also Lifetime? Ich persönlich finde ja. Ist es so, die Schnittmenge, wenn ihr länger als eine gewisse Zeit spielt und länger auch natürlich diesen Bereich nutzen wollt. Länger als 11 Monate war das, ne? Ab dem 12. war es ab dem 11. Echt, hatten wir nicht sogar nur ein halbes Jahr gesagt? Ich bin gerade, nee. Im Endeffekt könnt ihr es ganz einfach sehen. Lifetime kostet 65 Euro, glaube ich, war das. Und im Monat zahlt man wie viel? Im Monat zahlt so 7 Euro. Ich glaube, es sind 65. Da könnt ihr im Endeffekt ausrechnen. Wenn ihr 7 Euro pro Monat zahlt, kann man es ganz grob sagen, wenn ihr den 10. Monat bezahlt,
zahlt ihr mehr. Das heißt, ab dem ungefähr dem 10. Monat, wenn ihr seht, überlegt euch, spielt jetzt noch mindestens 10 Monate, rentiert sie es alleine da schon, von der Rechnung her. Genau. Noch ein paar Sachen hier. Haben Hani oder Nani irgendwelche Lieblingsfarben? Also im Endeffekt haben wir so die Farben für sie selber so ein bisschen entschieden. Die Nani hat meistens bei mir so schwarz und bläulich in die Richtung und die Hani hat die rötlichen Farben. Genau. Bitte unten lesen. Was? Wir haben tatsächlich auch momentan hat die Nani an ihrem Geschirr hat sie so ein Türkis, so ein Aqua und die Hani hat Orange dran. Ja, das sieht jetzt auch Farbe, du weißt nie, was mit den Leckerlis gemacht wurde. Warum gibst du den Hunden die fremden Leckerlis? Die meisten von denen sind ja auch noch original verpackt und von daher haben wir natürlich da nicht die Gefahr, dass natürlich auch irgendwas damit gemacht wurde. Klar, natürlich kann man immer darauf sagen, wenn wir das unterstellen, dann müssten wir alles, was wir bekommen, sofort hinterfragen. Genau. Und hätten rein theoretisch. Im Endeffekt kann hinter jeder Wand ein Scharfschütze stehen, wenn man das jetzt so blöd sagt. Rein theoretisch, gehen wir mal von Division aus, kann es auch sein, dass wir allein, wenn wir einen Brief anpacken, schon mit irgendeiner Krankheit infiziert sind. Ganz genau. Man weiß natürlich nie, was außenrum überall passiert. Aber wenn man das unterstellt, dann hat man auch eigentlich keinen Spaß mehr am Leben. Da könnte man wirklich sagen, dann müsste man theoretisch aus dem Haus gehen und Angst haben, dass einer mit einem Messer unten wartet. Und das wollen wir nicht so weit kommen lassen. Und deswegen, klar, gucken wir immer auf Sachen drauf, weil manche Sachen kann man auch so direkt sehen. Aber wenn wir das wirklich überall hinterfragen würden, dann hätte man wirklich keinen Spaß mehr am Leben. Das stimmt. So.